Hallo meine Freunde der landwirtschaftlichen Simulatorunterhaltung. Ich habe heute wieder was Spezielles gefunden, und zwar einen kleinen LKW. Gibt es seit heute auf Mothoster. Zu finden ist unter Diverses, und so einen Karas 5133. Beschreibung ist ein wenig mieselsichtig, aber ich habe ihn gerade ein bisschen getestet und habe herausgefunden, dass das Ding eigentlich ganz geil ist. Es hat einen Dirtskin, also er verträgt. Ich bin jetzt eben schon runter gefahren, bei mir schaut er nicht mehr ganz so sauber aus. Aber es macht ja nichts. Ich bin zwar nicht so der Fan vom Dirtskin, aber was tut mir das? Um ohne Not fahren zu dürfen. Naja. Was ganz interessant ist an dem Fahrzeug, bevor man ankuppeln, er hat Agrarbereifung, das heißt, er macht im 40 Jahren genauso viel Spaß. Jo, hat Beleuchtung, was er nur zusätzlich für Licht hat, kann ich nicht sagen. Es tut sich so nicht wirklich viel, er hat Blinker. Okay, er hat da Zusatzscheinwerfer auf F5. Ja, Türen gingen auf F5, sage ich. Auf Numpad 5, F7 und Numpad 7 und Numpad 8 sind für Türen öffnen und schließen. Und Numpad 9 die Motorhaube. Ich finde, ja, man kann eigentlich nichts sagen, wirklich ein Spitzengerät. Ja. Blinker funktionieren natürlich, ist eh klar. Rundumleuchten habt ihr eh schon gesehen. Was ich nur ganz wichtig finde, was ich jetzt auch brauche beim Ziehen von der Partie da hinten. Ihr seht es jetzt, wenn ich Numpad 4 drücke. Er lässt sich mit bis zu 500 Kilo vorne belasten. Ohne die 500 Kilo kann der das wirklich nicht ziehen. Ich zeige euch das, wenn ich da wegfahre mit Stufen 1. Das ist jetzt Geschwindigkeitsstufen 1, ne? Mit Gewicht. Er hat zwar immer noch seine Probleme beim Kurvenfahren, also mehr als wie Stufen 2 soll man sowieso nicht bewegen, das Ding. Der ruckelt ein bisschen aus, was sind runter immer. Seht ihr, er untersteuert ein bisschen, also kann aber auch am schweren Auflieger liegen und nicht nur am LKW selber. Seht ihr, wenn man zu schnell fährt, hebt er halt einfach ab. Aber mit voller Beladung von, weiß ich nicht, mit 40 Tonnen fährt man eh nicht voll Gas. Also von dem her gesehen ist das nicht ganz so schlimm, finde ich. Und beim Kurvenfahren, bei engen Kurven, muss man halt wirklich langsam fahren. Man sieht eigentlich, wie er gerade ausschaut. Ja, wenn es im Hintergrund irgendwas herzt, das ist mir kurz, die was mich gerade irgendwie zum Abbetteln versucht. Einfach ignorieren. Ja, ich bin vorher gerade mal so eine kleine Runde durchs Dorf gefahren, um wirklich zu schauen, wie gut, dass es sich sterben lässt beim langsam Fahren. Also er bräuchte eigentlich vorhin mehr Gewicht. Er hat erste Stufe 250 Kilo fahren und zweite Stufe eben. Seht ihr, das ist einfach fast ein wenig zu wenig. Und zweite Stufe sind 500 Kilo. Ich glaube, wenn er 1000 Kilo Frontgewicht hätte, wäre das Ding, glaube ich, ganz optimal. Aber so fährt er sich wirklich spitze. Er hat super Voreigenschaften. Fährt auch schnell. Nun, langsam fahren, ruckelt er halt ein bisschen, aber das ist für so einen Mod meiner Meinung nach nicht tragisch. Gute Geländegängigkeit. Jo. Man sieht sehr, dass er ein wenig hupft jetzt beim Schirm. Ich glaube, dass das nämlich am Auflieger liegt. Aber wir werden sie lieber dran. Ja. Feldberechnung war Taste M.
Natürlich haben wir der hat da hinten sogar eine Imitation von einer Winden, was ich ganz cool finde. Und das Schöne ist auch das Reserveral ändert sich zum Agrarreifen. Das ist echt cool gemacht worden. Zack, zack. Aber was ich jetzt noch probieren möchte, wie gut, dass es wieder ansteht. Es ist halt leider Gottes schwer zu sagen, wie schwer dass das Gefährt ist oder wie viel PS dass das Gefährt hat. Aber wir werden jetzt trotzdem schnell testen, ob das funktioniert. Erstens haben wir da mal bei der Fronthydraulik. Um ob er schön fliegen kann. Jetzt liegt das natürlich wieder ganz geschickt in der Hand. Montieren kann man es, das ist aber nicht schlecht. Das ist cool, die Tieren lassen sich schaffen. Mir kommt vor, schon langsam gehen die ganzen Weg von der Interactive Control und machen das alles mit irgendwie Tasten. Und mir persönlich ist das. Ja, ich glaube, die hängt ein bisschen zu nieder, die Hydraulik, dass das ordentlich funktioniert. He? Kommt mir so vor, zumindest. Probieren wir es mit einem anderen Flug. Schauen wir mal, ob der das besser macht. Ich habe so viel Gerücht, aber. Das sehen wir gleich. Nein, die Hydraulik ist nieder. Schaut zwar so ganz cool aus. Und funktioniert wahrscheinlich auch im Feld ganz gut. Wenn man es bauen kann, ja. Man merkt halt, dass er hinten ein bisschen ansteht am Boden, glaube ich. Ups. Und er funktioniert nicht im Helfer. Ja, war mir irgendwie klar. Wurscht. Ich soll mal sagen, also alles in allem ist das wirklich ein Spitzengefährt. Da kann man echt nichts sagen. Er hat so ziemlich alle Funktionen, die was man sich wünscht. Es gehen ja die Tieren auf und zu. Er hat vorne ein Frontgewicht, Gott sei Dank, weil sonst würde das eh nicht wirklich funktionieren mit dem Auflegerziehen. Ja. Und er hat auch Spitzenvoreigenschaften. Ja, wenn euch der Mod gefallen hat, lasst ihn runter, gibt es Kommentare dazu, ist auf Modhoster. Ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit dem Download. Vielleicht geht es jetzt besser, das müsst ihr halt dann selber testen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, lasst mal ein Like da bzw. ein Abo und danke fürs Zuschauen nochmal. Ciao, baba.